Schönen guten Tag, mein Name ist Falko Kotzur, Brauhaus zum Alten Ölmühle. Heute koche ich für Sie einen Biertreberschnitzel mit Dijon, Senf, Speckkartoffeln und einem Weißkrautsalat. So, dann beginnen wir mit dem Weißkohl. Geben die Zwiebeln hinzu. Etwas Essig. Etwas Öl. Pfeffer. Salz. Ein paar Kräuter. Nur grob hacken. Muss nicht so fein sein. Ist nur für die Optik. Geben wir das Ganze dazu. Verrühren das schön und lassen es dann erstmal etwas durchziehen. Dann brauchen wir unseren Schweinelachs für das Schnitzel. Schweinelachs ist der Rücken vom Schwein und machen einen sogenannten Schmetterlingsschnitt. Das heißt, wir schneiden die eine Seite nicht komplett durch und hier einmal komplett durch. Klappen das auf. Dann sieht man schon, warum das Schmetterlingsschnitt heißt. Brauchen wir natürlich wieder Salz und Pfeffer. So, dann schlagen wir uns ein Ei auf. Setzen dann natürlich in eine Pfanne auf, machen einen Schluck Öl rein und panieren das Schnitzel. Selbstverständlich kommt unser Biertreber dann in die Panade. Und ab in die Pfanne damit. Dann setzen wir schon mal die nächste Pfanne auf. Ein Tick Butter rein. Geben die Speckwürfel hinzu. Geben nochmal Zwiebeln hinzu. Lassen es leicht anschwitzen. Geben dann, wenn es leicht angeschwitzt ist, die gegarten Kartoffeln dazu, den Dijon-Senf, die Sahne, etwas Pfeffer und natürlich Salz. Kurz vor Ende geben wir noch ein bisschen Butter hinzu. So, und da wir jetzt fast fertig sind, können wir jetzt schon anfangen anzurichten. Wir rühren den Krautsalat nochmal ordentlich durch. Das ist unser Biertreberschnitzel mit Dijon, Senf, Speckkartoffeln und einem Weißkrautsalat. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de